Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Assassin's Creed Revelations. Ja, ich habe den Animus verlassen, das heißt, ich habe eine Animus-Simulation sozusagen verlassen und ich befinde mich jetzt hier wieder auf der Animus-Insel in Gestalt von Desmond Miles, ne? Und ich wollte ja für euch hier die erste Mission mit Desmond machen. Und da sieht man ja da hinten diese blinkenden Dinger. Da muss ich dazu sagen, dass ich die sozusagen schon alle auf der Xbox freigeschalten hatte und dass die wahrscheinlich irgendwie in so einer Cloud gespeichert sind. Denn normalerweise müssen wir dann immer diese Animus-Fragmente sammeln. Hier, da haben wir ja schon einige gefunden, ne? Und dann wird sozusagen mit dem ersten wird dann das hier freigeschalten und dann werden sie nach und nach die nächsten freigeschalten. Und ich habe die jetzt quasi schon freigeschalten. Oder ich überlege gerade, oder wird das freigeschalten, wenn ich eins schaffe und ich habe sozusagen noch nie alle gemacht. Ich weiß das gar nicht. Na jedenfalls, ich habe ja hier noch nichts gemacht und de facto, normalerweise wurden die eben alle nach und nach freigeschalten und jetzt hat man normalerweise erstmal das erste und da gehen wir jetzt auch rein. So, sind Sie sicher, dass Sie Desmonds Reise Teil 1 Zweifel beginnen möchte? Ja, ich bin sicher, danke. Aha. Okay. Das ist ja eine Scheiße. Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur Daten. Bin ich überhaupt ich selbst? Oder bin ich nur ein Computerprogramm? So. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Das sieht so aus, als wäre dieser Teil ein extra Programm. Der hat sich nämlich gerade bei mir das Spiel minimiert. Also nicht minimiert, sondern beendet und hat es quasi neu gestartet. Ich musste schnell die Aufnahmetaste drücken, damit hier überhaupt was aufgenommen wird. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob überhaupt was aufgenommen wird. Das heißt, ich mache also trotzdem erst nochmal einen kurzen Aufnahmestopp und gucke mal, ob die Einstellungen bei meinem DxTory für dieses Programm hier richtig sind. Also sprich, in welchem Programm ich jetzt eigentlich bin. Na, also. Ich mache jetzt also kurzerhand mal eine Überblendung und dann geht's weiter. So. Tatsächlich hat es alles gut funktioniert, aber es ist tatsächlich eine andere Echse, die da genommen wird. Ne? Das DxTory, das hat mir jetzt sozusagen noch ein zweites Assassin's Creed Revelation Profil angelegt. Und die Dateien, die werden ja immer sozusagen mit dem Exen, also mit dem Namen der Exe, also der ausführbaren Datei von dem jeweiligen Programm oder Spiel benannt und dann kommt dahinter sozusagen so ein Timestamp und tatsächlich heißt diese Exe ist eine andere Exe. Frag mich natürlich warum, aber was soll's. Euch soll das jetzt nicht interessieren oder kümmern, wie auch immer. Wir sind jetzt hier in diesem Ding drin und das sieht schon mal geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, es sieht sogar besser aus als auf der Xbox. Naja gut, das möchte auch sein. Ja. So, achso, hier, ne, das sage ich gleich. Wenn ich da runterfalle, da sterbe ich. Das werde ich nicht als tot zählen. Also ich zähle immer nur die Ezio-Tode mit. Weil das teilweise hier schon von der Steuerung ein bisschen eigenwillig ist und da wahrscheinlich mehr Tode zu erwarten sind. Und man wird ja immer bloß kurz zurückgesetzt und so, ne? Hier geht's weiter, hä? So, zack. So, was gibt's denn hier? Ein Schalter? Genau. So, zacki, kann man hier durchgehen. Mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, zwei Dutzend Paare, einige Kinder. Eine Kommune, im Wald versteckt. Da hinten haben wir so schön ein Bild. Und hier das Dach, wie so eine alte Scheune, ne? Aber eben alles aus wie so ein neumodischer Tempel. Gibt ja manche Kirchen, die sozusagen im neuen Stil erbaut sind, die alle irgendwie sehr, sehr steril aussehen und kleine eckig Häuser und so. In den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht.
Ich erinnere mich. Okay, also ihr merkt schon, das ist so eine Art Selbstfindungstrip von Ezio. Von Desmond. Fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort anzupacken und zu verschwinden, falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. So, nächstes Türchen geöffnet. Nächstes Türchen wie zu Weihnachten. Weihnachtskalender, ne? Die Farm. So. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an. Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht. Ist irgendwas. Da oben ist ein irgendein Würfel. Wahrscheinlich komme ich dort noch nie hin. So, was haben wir hier? Das ist wie so eine Riesenkirche. Hier irgendwelche Bäume in der Stadt. Das sieht aus wie Rom oder so, hä? Mensch, Mensch. Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? So. Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Ja, ihr merkt schon, es geht jetzt um die Geschichte von Desmond. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Okay. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt? Ja. Da wollte ich schon fast drüber springen, Mensch. Jetzt? Achso, Moment, ich muss hier vielleicht hochfahren. Okay. Mensch, wird's warm, ey, ich schwitze. So, ja, ab in die zweite Etage. Gibt's einen Schalter? Yeah! Na gut. Also, zack, hier rüber. Sie suchen nach uns. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt. Aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst. Und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. So, erstmal den Schalter hier drücken, ne? Wow! Mensch, ich bin erschrocken. Mensch, jetzt bin ich erschrocken. So. Zack. Und weiter geht's. So, was haben wir hier? So eine Art Tor. Na gut, gehen wir mal rein. Ne? Lebe nach dem Credo, Desmond. Wecke deine Kraft.
Okay. Ah, okay. So. Und zwar jetzt, das ist nämlich das Interessante, bis jetzt war es ja recht einfach. Jetzt kann man ja einfach nur, bis jetzt war es ja quasi nur hin und her rennen. Und jetzt kann man hier solche Dinger bauen. Und kommt irgendwo hin. Aber man kann immer bloß drei gleichzeitig bauen, ne? Sobald man den... So sieht es aus, wenn man stirbt. Wie gesagt, wird er mitgezählt. Mit X kann man die wegmachen. Und wie gesagt, sobald man den vierten baut, geht der erste sozusagen wieder weg, ne? Mit X alle wegmachen. Also 1, 2, 3, 4 und das ist der erste weggegangen. So. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen knifflig. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben. Ab wann es mir egal war. Okay. Mit LB und RB können wir jetzt die Form wechseln. Und zwar einmal zu diesem Moment zwischen dem Keil und zwischen dem Keil und dem normalen Flachen. So, hier darf man hier ran. An diese Dinger. Gott, es klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassin, vergesst es. So, ich denke, jetzt könnte ich wahrscheinlich mit den Dingern könnte man jetzt diesen Würfel holen, der dort, den man da gesehen hat, drüben. Erinnert euch vielleicht noch? So, jetzt kann man hier natürlich die Pil weiter runtersetzen. Einfach um runterzukommen. Alternativ können wir auch runterspringen und einfach rechtzeitig genug noch insetzen. So. Noch ein bisschen weiter runter. So, fein. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die das löschen, aber ich glaube, das war ein anderes. Es gab auch irgendwelche Felder da, die vernichten sozusagen diese Bauteile, die ich da hinbauen kann. Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Ein Mehrspieler-Emblem gekriegt. Das ist ja fett. So, jetzt kann man natürlich das auch so machen hier, ne? Wow. Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, Moment, jetzt bin ich hier.
Jetzt kann ich doch mal versuchen, dieses Ding zu holen, oder? Ich kann ja jederzeit wieder zurückgehen dann. So, da das schöne Bild hier mit der Scheune. Aber. Mal gucken, was das ist. Ja, ich meine, wenn ich dann was spiele, Mehrspielermodus mache, dann ist bestimmt nicht so, dass ich da wirklich den da die Sensation bin mit diesem Emblem, weil ich denke, das ist ja noch das erste Level, das wir jeder gekriegt haben. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Xbox gekriegt habe. Weil de facto. Scheiße. Mist, jetzt bin ich hier wieder, das ist doch ein Scheiß. Ach komm, scheiß drauf. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht notwendig. Euch wird das vielleicht gar nicht so sehr interessieren, dass ich hier so ein Emblem hole. Und wenn ich das unbedingt haben will, dann kann ich das ja nochmal machen. So, zack. So, jetzt hat es natürlich wieder genau das gleiche gemacht wie am Anfang, als ich rein bin, nämlich das Programm gewechselt. Da steht jetzt Erfolge, die frühen Jahre. Sehr gut. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal umstelle oder ob ich mir einfach bloß schnell genug. Also es gibt ja bei DxStory gibt es ja die Möglichkeit, da eine Option zu setzen, dass der sozusagen immer, sobald der ins Spiel reinkommt, also sobald das Spiel losgeht, sobald er den Hook erkennt, da die Aufnahme schon startet. Das wäre natürlich in dem Fall ganz gut, weil ich sozusagen immer dann die Aufnahme sofort von dem Neuen startet. Ja, aber vermutlich, weil das so doof ist, werde ich die anderen Teile wahrscheinlich mal in einem Stück einfach mal spielen, aufnehmen, ohne den Zwischenschritt Animus-Insel immer dazwischen zu haben und werde die dann einfach zusammenketten. Ja. Ja, ich denke, das ist ganz gut. So, jetzt werde ich erstmal hier wieder hier reingehen. Ist natürlich ein bisschen unverständlich, ganz ehrlich, warum der sozusagen warum das ein eigenes Programm ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Na gut. So, das war mal ein kurzer Ausflug. Jetzt wisst ihr, was das was ist. Ich denke, das ist jetzt nicht so groß relevant. Ist natürlich ganz schön. Die nächsten Level, die werden auch komplizierter. Da muss man schon ein bisschen denken. Zum anderen auch ein bisschen Geschicklichkeit beweisen. Das ist schon ganz cool. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Ausrufezeichen mehr auf der Karte. Dann weiß ich gar nicht, hier ist so ein Bücher, ich weiß nicht, was das ist. Das werden wir uns dann mal angucken. Ja, hier haben wir noch weitere Sophia-Erinnerung. Hier haben wir einen richtigen Erinnerungsanfang. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier so ein. Wir können eigentlich mal wieder eine Festung machen. Ich hab da ja immer schlechte Erfahrungen mit diesen Festungen. Aber, halt, da hinten geht's los. Aber ich meine, das ist ja wichtig, müssen wir machen. Ja. Schon alleine zum Aufklären. Ja, nehmen wir noch eine Kiste mit, einfach schon mal, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dann Aufschlaghöhen. Naja, gut. Ist der von Sinnen? Nein, von Sinnen ist Helga. Das stimmt, ich habe hier nichts zu suchen, ich habe da drüben was zu suchen, aber unglücklicherweise muss ich hier drüber dazu. So, und zack. Ey, wieso bist du hier nie geflogen? Das finde ich nicht in Ordnung. Also wieder hoch. Und jetzt aber. Yeah. Naja, die nimmt er also sozusagen im Flug, nimmt er die nicht mit. Ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, vielleicht will man irgendwo flüchten, irgendwo lang oder so. Plötzlich kommt da diese Bahn in die Quere. Das wäre schon ziemlich scheiße. Da drüben ist das. Da könnte man vielleicht doch hier ranspringen.
Da drüben ist sogar ein Animus-Fragment, das können wir uns natürlich auch mal holen. So. Drüben auch ein Animus-Fragment. Und da drüben ist unser Turm. Nehmen wir das Ding auch noch gleich mit. So. Und noch ein Animus-Fragment. Wer hätte das gedacht, ey? Das ist ja fabelhaft. Hey. Schon 17 von 100. Und eine Kiste. Die nehmen wir auch mit. Und dann begeben wir uns mal auf die Suche nach diesem blöden Templerhauptmann. Sehen wir von hier oben was? Da hinten ist eine Spur. Da ist so ein Typ drauf. Können wir eigentlich mal eine Splitterbombe ausprobieren? Moment. Der kommt mir Scheiße! Oh, das gibt's doch nie! Das gibt's doch nie! Warum zum Teufel dort neben dieser Scheißtür? Mist! Mensch! Das kann doch nicht sein! Ich warte nur darauf, endlich mein neues Schwert von dem Italiener am Turm auszuprobieren. Es hat wieder... Man kann aus dem alles rausrasen. Eins zu null für das Volk. So. Komm ich schnell an dir ran. Dafür wirst du bluten. Komm, hier wird keiner bluten, ne? Außer du. Also zack. Na gut, Timer ist auch abgelaufen. Oh, das war so unglaublich ungünstig. Das glaubst du nie. Den hätte ich problemlos gehabt. Und nein, genau dort, wo ich dran bin, ist diese scheiß vermaledeite, bekloppte, rotzmistige Ficktür. So, das muss ich jetzt mal raus. Oh, das tue ich ja nie so. Ja, zack. In your face. So. Na gut, was soll's. Da oben ist auch übrigens was. Ja. Ich glaube, da kann man irgendwelche Bücher finden. Ne? Das deutet nämlich auch auf dieses Buchsymbol dort oben hin. Da werden wir als nächstes mal hingucken. Und jetzt werde ich aber an der Stelle mal eine Pause machen. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bye, bye.